Ja, ich würde gerne beten, um die Predigt zu starten. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für die Bilder. Ich möchte dir Danke sagen für den Morgen. Und die Lieder, die wir auch haben können singen vorher, dass dein Licht aufleuchtet. Und so wie ja, jetzt die Helligkeit reinkommt in unseren Raum rein. Das Licht von der Sonne, vom klaren Tag. So möchte ich bitten, dass du mit deinem Licht hineinscheinst in unser Leben. Dass du zu uns redest, dass wir deine Stimme verstehen. Dort, wo wir sind, wo wir vielleicht auch Sorgen haben, wo uns Sachen bedrücken. Dass wir von dir her Anweisung bekommen und dass wir deine Nähe dürfen erfahren. Ja, ich möchte dich bitten um eine Portion von deinem Heiligen Geist, die einfach in unser Leben erscheint. Amen. Schön. Ja, wir starten heute. Irgendwie der Ton tönt noch ein bisschen hohl. Aber ist egal, wir machen gleich einfach weiter. Wir haben so gute Techniker, die das werden lösen. Wir starten heute in die Gottesdienstreihe. Der Chosen, es ist der erste Sonntag, den wir haben. Und wir haben es schon ein paar Mal gesagt, es ist nicht nur der Gottesdienst, den wir feiern miteinander im Zwei-Wochen-Rhythmus, sondern die ganze Kampagne, die besteht auch aus diesen Filmen, aus diesen verschiedenen Episoden. Man kann die daheim ganz für sich persönlich anschauen. Das ist eine Variante. Ich empfehle euch eher, dass ihr euch an einer Gruppe anschliesst, weil es geht einfach in die Tiefe. Wie man miteinander als Gruppe das anschauen kann. Und ihr seht hier vorne die Karte. Es hat grüne so Standortpunkte, es hat rote. Die grünen, das sind alles Gruppen, die sich treffen unter der Woche, wo man sich noch anschliessen kann. Es hat an jedem Wochentag hat es eine Gruppe, die sich trifft, mindestens. Man darf dort gerne die Personen kontaktieren. Die Karte findet ihr auf unserer Webseite. Man kann eben dort gut noch sich anschliessen. Wir haben nächste Woche, die nächste Filmwoche, wo wir uns wieder treffen. Und wenn du nicht unbedingt so digitalisiert bist, darfst du sehr, sehr gerne zu mir kommen nach dem Gottesdienst und dann kann ich dir gerne so eine Gruppe vermitteln. Speziell herweisen möchte ich nochmal für Dienstag. Dienstag ist auch eine gute Möglichkeit, wo wir hier um 13:45 den Film schauen, also nicht hier, im Obergeschoss, und wo wir die ganze Geschichte von Jesus, eigentlich den ersten Teil von seinem Wirken, kann verfolgen. Ich glaube, jetzt dürften wir die Fenster wieder zumachen. Und ich werde ein bisschen an einen anderen Punkt starten. Ich werde starten beim David Iris. Der ist gerade mit seiner Frau auf der Tribüne gesessen und hat ein Hockeyspiel beobachtet, ein NHL-Spiel, also das ist die beste Liga, die es gibt im Eishockey, sagt man. Und er hat eben von der Tribüne aus beobachtet, wie sich der Goalie von seinem Team, den er dafür gefährdet hat, verletzt hat. Er selber, der David, war zu dem Zeitpunkt 42. 15 Jahre vorher hatte er eine Nierentransplantation und hat wegen dieser Nierentransplantation hat er den Traum, selber mal Profi zu werden, hat er müssen am Nagel hängen. Am nächsten ist er am Profi-Eis gekommen, denn wenn er mit der Maschine das Eis von der Trainingsfläche drüber gefahren ist, ihr kennt die Zambonis, die so auf der Eisfläche rumfahren, und dann ist er am nächsten den Profis gekommen. Und zwischen ihnen hat er sich auch als Notfall-Goalie einschreiben lassen. Das ist im Hockey so, man hat zwei Goalie und man hat einfach noch so einen dritten Goalie, der kommt nie zum Einsatz. Aber einfach, wenn jetzt die unwahrscheinliche Situation sollte eintreffen, dass sich die beiden Goalies verletzen, dass man das Spiel nicht absagen muss, hat man eben so einen Notfall-Goalie. Und er hat das gemacht und das hat für ihn bedeutet, dass er ein Gratis-Ticket bekommen hat, um seinem Lieblingsteam zuzuschauen. Und auch einen Gutschein für ein Nachtessen zusammen mit seiner Frau. So, und jetzt ist das eben passiert. Plötzlich hat er ein SMS bekommen. Es hat einen weiteren Zusammenstoß gegeben und
Nicht nur der Goalie, der erste Goalie, sondern auch der Ersatz-Goalie hat sich verletzt. In dem SMS ist gestanden, dass der Trainer ihn braucht. Und ein paar Atemzüge, wirklich eine wahre Geschichte, vor 2-3 Jahren passiert, ein paar Atemzüge später, ist der David ist, zwischen den Pfosten von einem der besten Hockey-Teams gewesen. Es hat nicht gut angefangen für ihn. Die ersten beiden Schüsse sind direkt reingegangen. Ein Teamkollege hat ihm aber Mut gemacht und hat gesagt, hab einfach Spass. Es ist alles egal, wenn du 10 Goal überkommst. Und der David hat gesagt, das sei der Wendepunkt gewesen. Er hat die nächsten 8 Schüsse gehalten. Und das ist nicht ein schlechter Wert, grundsätzlich, klar, für einen, der nicht trainiert. Und er hat so geholfen, dass sein Team am Schluss tatsächlich gewonnen hat. Der Trainer der Hurricanes, der hat gesagt, das ist eben die Mannschaft, er hat uns einfach eine unglaubliche Erinnerung geschenkt. Der David, der geht als ältester Goalie in die NHL-Geschichte, wo sein erstes Spiel überhaupt gewonnen hat. Ich habe die Geschichte gelesen und sie hat mich angesprochen. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich jetzt 42 bin. Ich weiß es nicht so genau. Aber es ist schon ein spezieller Moment, wenn du vom Head Coach von deinem Lieblingsteam ein SMS auf dem Handy bekommst und sagt, ich brauche dich, du bist in meinem Team. Das ist sehr eindrücklich. In der ersten Episode von The Chosen, wo wir jetzt hier den Schluss gesehen haben, die erste Episode, die stellt den Vers aus dem Jesaja eigentlich über die ganze Geschichte. In Jesaja 43, dort heisst es, und ihr seht es auch da vorne, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Es ist ein grosser Moment, wenn du realisierst, dass er dich ruft und er dich in seinem Team haben will. Es ist ein grosser Moment, wenn du realisierst als Mensch, dass Gott dich ruft und dass er dich in seinem Team haben will. Ich mag mich erinnern, ich war Bub, ich weiß, ich kann euch nicht genau sagen, wie alt, aber irgendwann hat es so einen Moment gegeben, wo ich das genau realisiert habe, dass ich am Schöpfer von Himmel und Erde nicht egal bin. Und dass ich ihm wichtig bin, und das war ein tiefer Moment, wo ich mein Herz aufgemacht habe und gesagt habe, der Herr, den lasse ich noch so gerne in mein Leben hinein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Die Worte, die sagt Gott durch Jesaja, oder nein, ich muss zuerst sagen, Gott richtet sich an Jesaja. Er sagt es an Jesaja. Und die Reaktion, wo sich Gott bei ihm meldet, die ist ziemlich bemerkenswert. Ein paar Kapitel früher, im Kapitel 6, dort sieht man, wie Gott sich bei Jesaja meldet und die Reaktion von ihm finde ich ziemlich interessant. Das heisst dort, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Wenn wir dort ein bisschen im Zusammenhang lesen, stellen wir fest, dass der Jesaja so wie eine Art eine Vision hatte. Und in dieser Vision ist er als Jesaja plötzlich vor dem König vom Universum gestanden. Zusammen mit Engelsgestalt und die haben Lobpreislieder gesungen, so heftig, dass die Erde bebt hat. Also ist harm, ich finde, es war recht voluminös gewesen, heute am Morgen schon, wie wir miteinander gesungen haben. Das hilft, dass man die Maske nicht hat. Aber heute ist es noch 2-3 Etagen höher oben gewesen. Also die Erde hat bebt. Und in dem Moment, wo der Jesaja die grosse Ehre bekommt, vor dem König zu stehen, dort realisiert er zwei Sachen, nämlich das Erste, der König, der Gott, der ist heilig. Und das Zweite, das haben wir hier gelesen, er ist alles andere als das. Er fühlt sich in der Nähe von Gott total unwürdig. Und da sind wir ganz direkt bei diesem biblischen Wort gelandet, wo hier in dem ersten Teil von der Chosen rausgeschaffen wird. Gott ruft. Gott ruft Menschen, er ruft sie immer wieder, er klopft an die Herzenstür an, er ruft. Er hat den Jesaja gerufen. Warum?
Sicher nicht, weil er speziell würdig sich gefühlt hat. Nicht, weil er es verdient hat. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Jetzt, wir deuten die Vers immer wieder sehr persönlich. Wir verstehen sie so, wie wenn Gott das ganz direkt zu uns sagen würde. Und ich glaube, im Zusammenhang ist das ja grundsätzlich nicht verkehrt. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen töpfli-scheisserisch wären, wenn wir es ein bisschen genauer würden anschauen, zu wem redet Gott da eigentlich? Wer ist der Adressat von diesen Versen? Zu wem spricht Gott da? Es heisst, wenn wir ein bisschen weiter vorne schauen, aber so spricht der Herr, der dich erschaffen hat, Jakob, und der dich geformt hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also wer ist genau der Adressat? An wen wendet sich Gott da? Es ist das Volk Israel. Gott redet durch den Jesaja zu seinem Volk, zum Volk Israel. Jetzt, wenn sagt er das? Es ist ein Zeitpunkt, wo das Volk von Gott sich gerade nicht ausgezeichnet hat, dass sie ein speziell gottgefälliges Leben geführt haben. Gott wird seine Liebe über sein Volk immer wieder neu ausschütten. Der Jesaja, da kommt der Auftrag über von Gott, die Worte am Volk Israel zu sagen, währenddem das Volk gegen Gott rebelliert hat und ihn abgelehnt hat. Und das scheint mir doch sehr interessant. Gott ruft. Wem ruft er? Wen ruft er? Es ist der Jesaja, der sich unwürdig gefühlt hat. Es ist das Volk von Gott, das sich unwürdig verhalten hat. Und in den Chosen geht es noch um 4 weitere Personen, die Gott ruft. Wo Gott durch Jesus ruft. Ihr seht die jetzt gerade vorne. Es ist auf die eine Seite die Maria Magdalena. Es ist der Nikodemus, der Schriftgelehrte. Es ist der Matthäus, der Zöllner. Und es ist der Simon, der Fischer, Simon Petrus. Und die den ersten Teil vom Film gesehen haben, ist am Anfang ein bisschen verwirrend, weil eigentlich die 4 Geschichten parallel aufgezogen werden und es wird alles zusammenkommen natürlich, aber am Anfang ist es immer schwierig, wo sind wir jetzt genau. Die 4 Leute, die beruft Jesus. Ich habe am Anfang die Geschichte erzählt von dem Trainer, wo eigentlich ein Spieler, oder nein, eben nicht wirklich ein Spieler, ein Zuschauer in sein Team gerufen hat, wo die Aufgabe eigentlich nicht hat wahrnehmen können. Ich habe eine andere Geschichte gelesen, wo es eine ähnliche Situation ist. Es ist ein Fußballer, wo auch der Trainer ihn in sein Team gerufen hat. Das ist der Pablo Osvaldo. Er ist ein ordentlicher Spieler, jetzt nicht total überdurchschnittlich. Was interessant ist, seine Reaktion, wo der Trainer ihn gerufen hat in sein Team, ist ein bisschen anders gewesen. Er hat das auch erlebt, dass der Trainer in Rom dazu mal ihn gerufen hat in sein Team, dass er in ihrem Team mitspielen konnte. Er hatte ein bisschen sicher bessere Vorbedingungen gehabt als der 42-Jährige. Aber mit der Zeit ist es ihm irgendwie in den Kopf gestiegen. Er hat sich also etwas Besseres gefühlt und ist recht hochmütig geworden. So hochmütig, dass er einmal in einem Spiel, wo ihm sein Mitspieler den Pass nicht gegeben hat, auf ihn zugelaufen ist und ihm eine gewaschen hat. Dann ist es aber noch weitergegangen. Einmal ist er ausgewechselt worden, hat nur etwa 15 Minuten spielen können. Und der Trainer, der ihn in sein Team hineingerufen hat, er hat ihn angeschrauen und zusammengeschissen. Dann auch in einer anderen Situation ist er auf einen Mitspieler losgegangen, hat ihm ins Gesicht geschlagen, sodass die Nase von dem Mitspieler gebrochen worden ist. Das ist recht eine andere Situation im Vergleich zu dem von dem 42-Jährigen, der so dankbar war, dass er überhaupt die Chance hatte, dass jemand ihn gerufen hat. Im Begleitbuch zum Film wird das sehr schön herausgeschafft. Und ja, ein paar Ideen daraus, wenn es um eine Berufung in ein Team geht. Und das spielt gar nicht eine Rolle, ob das jetzt im Sport ist oder ob das im Glauben ist, dass es zu 2 ungesunden Reaktionen kann kommen kann. Wo eigentlich, wenn man ein bisschen genauer her schaut, also wie die beiden Seiten von einer Medaille sind. Nämlich das eine Stolz, Hochmut und das andere sich unwürdig fühlen, minderwertig fühlen.
Ich möchte euch das ein bisschen erklären. Bei Menschen, die Tendenz haben, zum hochmütig zu sein, kann es vorkommen, dass sie immer überzeugter sind, dass Gott eigentlich schon eine recht gute Wahl getroffen hat, dass er sie in ihr Team hineingeholt hat. Sie meinen, dass sie sich die Liebe und die Anerkennung von Gott absolut verdient hat. Sie fühlen sich längstens genug gut, um in diesem Team zu sein. Und es kann vorkommen, dass ihr Verhalten dem von Pablo Osvaldo ganz gefährlich ähnlich kommt. Das Problem ist, wenn wir zu überzeugt sind von uns selber, dann kann es passieren, dass wir möglicherweise gar nicht mehr kennen, wie fest dass wir Gott brauchen. Und unsere Herzen werden taub für sein Rufen. Das ist die eine Seite der Medaille. Hochmut, Stolz. Es gibt auch die andere Seite der Medaille. Menschen, die im Gegenteil überhaupt nicht von sich überzogen sind. Die die Schwierigkeit haben, überhaupt zu glauben, dass Gott sie ausgewählt hat. Dass sie sich zu unwürdig fühlen, dass Gott sie überhaupt annehmen könnte. Und wenn wir so schlecht von uns denken, dann kann das genauso uns abhalten davon, dass wir die Einladung und das Rufen von Gott hören. Ich glaube, das Problem bei beiden Sachen ist es, dass wir uns sehr stark auf uns selber konzentrieren. Dass wir uns sehr stark im Mittelpunkt setzen und wir uns so fest beschäftigen, dass wir ganz vergessen aufzuschauen, dass wir nicht auf Gott schauen. Darf ich ein bisschen persönlich werden? In welche Richtung tendierst du, wenn es jetzt um die Medaille geht? Bist du eher tendenziell auf der hochmütigen, stolzen Seite? Oder würdest du sagen, bist du vielleicht eher auf der Seite von nicht so fest überzogen, sehr wenig überzogen, vielleicht minderwertig, unsicher? Vermutlich ist es so, dass die meisten irgendwo von uns so ein bisschen hin und her tendieren. So ein bisschen schwanken zwischen Stolz und Unsicherheit. Zwischen dem Gefühl, eigentlich recht super zu sein und dem Gefühl, doch recht unwürdig, hoffnungslos unwürdig zu sein. Wir sind ja seit Jahren schon dran, Unihockey mit Kindern zu machen. Wir haben das vermutlich mitbekommen. Ich mache die Klammer jetzt. Einfach so, wir haben am nächsten Samstag unser erstes Heimturnier überhaupt. Wir konnten die Dreifachhalle, die Kuspo, im Gries in Volkertswil mieten. Und da kommen jetzt alle Teams, wir spielen ja in der Bessi-Liga, und da kommen alle Teams rundherum, das fängt am Morgen um 9 Uhr an und es geht bis um 22:45 am Abend. Das ist eine rechte Fuhr. Wir erwarten mit den Erwachsenen, es hat auch Erwachsene-Team, die am Abend spielen, eben die Jungen spielen nicht am Morgen, die sind nicht mehr so lange wach, aber wir erwarten so zwischen 300 bis 350 Leute, Spieler, und nachher noch Betreuer und die Eltern, also es wird eine rechte Fuhr. Wenn ihr Zeit habt, kommt doch mal vorbei. Ich sage das nicht einfach, weil es lustig ist für uns, zum Fans haben, also ist auch lustig, klar, aber ich finde es eine mega coole Chance, die wir haben. Es sind knapp 80 Kinder sind bei uns in den Teams, die regelmässig bei uns in der Turnhalle sind. Und wir tun praktisch jedem Training tun wir beten. Wir tun biblische Geschichten erzählen, machen Inputs. Und das ist nicht immer ganz so einfach, weil wir uns da doch recht exponieren. Und es ist mega wichtig, dass wir da eine Gemeinde haben, die hinten dran steht und dafür betet. Und manchmal ist es auch gut, wie ein bisschen zu spüren, was läuft eigentlich da, wenn man mal so nahe schnell einschauen kann. Also es fängt am Morgen um 9 Uhr an, dann kommen die Kleinsten und dann geht es eben bis um 22:45, wieder mal Zeit haben. Dann kommen doch mal vorbei, das wäre sehr schön und würde mich freuen und uns alle zusammen freuen. Genau. Aber was ich eigentlich wollte sagen, jetzt mache ich da Klammern zu. Wenn es ums Unihockey geht, ist mir aufgefallen, dass ich häufig nach den Trainings entweder sehr happy heimkomme, sehr zufrieden, fast übermütig, oder aber auf die andere Seite eher niedergeschlagen, verunsichert. Und ich habe ein bisschen darüber nachgestudiert und habe gemerkt, es hat häufig einen Grund. Und zwar ist es so, dass immer wieder Kinder kommen schnuppern, die melden sich an, die müssen sich auf eine Liste nehmen.
Und sehr häufig, wenn sie dann schnuppern können, nach 3-4 Mal, dann entscheiden sie sich, bei uns zu bleiben. Die tun sich fix anmelden, das Anmeldeformular ausfüllen. Und wenn das passiert, wenn die Rückmeldung kommt, dann gehe ich sehr glücklich heim und ich denke, es ist schon wieder ein Kind mehr. Schon noch cool. Gut, wir machen es ja auch gut. So meine Gedanken. Also ich meine, wir sind ja schon fast unwiderstehlich. Also ich meine, es ist ja eigentlich logisch, dass sich das Kind überhaupt anmelden muss. Wir sind ja wirklich super gut. So, das ist eben der eine oben. Und dann gibt es aber eben auch noch den anderen oben, wo es nicht so gut läuft. Die Eltern von einem Kind, die Schnuppertraining bei uns gemacht haben, wo die Eltern, wir immer informieren, dass wir von einer Kirche sind, dass wir Glauben thematisieren und die Eltern sagen nachher, nein, das Kind darf nicht zu euch ins Uni-Hockey kommen, weil Glauben und Sport so kombiniert, das sehen wir überhaupt nicht. Die haben irgendwie Angst, dass wir, weiß auch nicht was, dass wir Kirnwäsche machen. Und das geht mir näher. Vielleicht noch fast ein bisschen näher geht es mir, wenn nachher ein Kind irgendwie ein paar Monate bei uns spielt und dann sagt, hey, ich spiele nicht mehr bei euch weiter, ich gehe lieber ins Fußball oder in einen anderen Verein. Und wenn das passiert, dann komme ich am Abend mit ganz anderen Gefühlen heim. Ich denke, wir haben es zu wenig gut gemacht. Wir hätten uns noch ein bisschen mehr anstrengen können. Ich hätte doch dort in dem Moment können das und das sagen. Warum? Es funktioniert einfach nicht. Versteht ihr? Stolz auf die eine Seite, Hochmut, und auf die andere Seite Unsicherheit, irgendwo ein Minderwert. Und ich denke, die einen oder anderen werden das kennen, das Schwanken zwischen Stolz und Unsicherheit, zwischen dem Gefühl, eben schon recht super zu sein, und dem Gefühl, hoffnungslos unwürdig zu sein in solchen Situationen, in alltäglichen Situationen, aber natürlich nachher auch im Glauben, in Bezug auf Jesus. Mal, ich bin schon genug gut jetzt für Gott. Und dann vielleicht auch, ich fühle mich total unwürdig. Die gute Nachricht ist die Tatsache, dass Gott uns ruft, hat genauso wie beim Jesaja und beim Volk Israel sehr wenig mit uns selber zu tun, sondern allein mit ihm. Und das merken wir, wenn wir die Personen hier anschauen, die Jesus gerufen hat und die im Film vorgestellt werden. Die Maria Magdalena, die ganz links, bei der war es offensichtlich, wenn wir jetzt auch so die beiden Seiten von dieser Medaille ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass sie aus der dunklen Seite des Lebens von Jesus herausgerufen worden ist. Es wird in der Bibel nicht genau berichtet, wie das Jesus sie berufen hat. Das wird im Film hier ein bisschen ausbeindelt, dazu gedichtet. Es heisst einfach, dass sie besessen war von Dämonen und dass Jesus die austrieben hat. Klar ist, dass Maria die Hilfe von Jesus sich nicht hat können verdienen durch vorbildliches Verhalten. Sie hat nicht aufgrund von ihrem Lebenswandel hat sie sich als genügend würdig empfunden, überhaupt in die Nähe von Jesus zu kommen. Aber genau gleich wie beim Volk Israel hat Gott die Initiativen ergriffen und hat sie angesprochen, trotz allem, was sie in dem Moment war. Und das scheint mir doch sehr interessant. Sie ist eher auf der einen Seite der Medaille. Der Nikodemus, der war vermutlich etwas anders. Er war ein Pharisäer mit Status. Die Mitmenschen haben ihn mit Respekt und mit Ehr behandelt. Ganz grundsätzlich berichtet die Bibel ja von verschiedensten Pharisäern. Und die Pharisäer, die haben in der Regel schon von sich gedacht, dass sie genug gut sind, dass Gott ihnen begegnen kann. Dass sie genug gut sind, um die Berufung von Gott überzukommen. Position und Status haben viele Pharisäer daran gehindert, dass sie realisiert haben, dass sie dringend auch die Versöhnung mit Gott brauchen. Sie sind grundsätzlich eher auf der stolzen Seite gewesen. Wie das jetzt konkret beim Nikodemus der Fall war, wo da in der Geschichte, wo es um ihn geht, das wird nicht so klar beschrieben. Die Begegnungen,
oder die Geschichten, die hier laufen, das sind vom Nikodemus. Das sind, in der Bibel wird das nicht so beschrieben. Es wird einfach der Zeitpunkt, wo der Nikodemus Jesus begegnet ist, das wird beschrieben. Auf jeden Fall kann man schon davon ausgehen, dass er einen gewissen Stolz in seinem Herzen hatte, der Nikodemus, dass er eher auf dieser Seite war. Dann, wenn es um die dritte Person geht, den Matthäus, und um die Frage, auf welche Seite von der Medaille, auf welcher Seite das von der Medaille das er gestanden ist, dann hat er vermutlich den Vergleich eben nicht verstanden. Vermutlich hat er gesehen, dass es irgendwie goldig ist und glitzert und hat sich überlegt, wie dass er die Medaille irgendwo in seine Geldbeutel bekommen könnte. Weil für ihn war das treibende Motiv das Geld. Er war Zöllner und er hat für die Römer und mit den Römern seine jüdischen Mitbürger ausgebeutet. Das haben die Zöllner so gemacht. Und auf jeden Fall war es ganz klar für die Pharisäer, dass jemand, der sich so wenig ums Gesetz und Gebot kümmert, dass der nie ins Team von Gott gewählt werden könnte. Und gleich ruft Jesus ihn. Das ist der Matthäus. Und dann haben wir hier noch den Simon. Die Bibel steht auch da nicht so viel über seine Ehe, dass er geheiratet ist, ja, aber die Details, die im Film kommen, das ist ausgedacht. Auch Geschichte mit dem Andreas, was da alles noch passiert, das sind im Film ausgedacht, hauptsächlich. Was aber sehr klar beschrieben wird, das ist der Charakter von Simon. Und zwar, dass er eben auf die eine Seite zum Teil mit einem recht arroganten Herz rumgelaufen ist, sehr überzeugt war von dem, was er macht und wie er ist. Und der Mensch ist auch nur ein paar Wimpernschläge später, ist er mit einem sehr unsicheren Herz rumgelaufen, zweifelt an seinen Fähigkeiten. Auf jeden Fall war er sehr motiviert gewesen, in dem beiden innen es irgendwie zu schaffen, sich genug anzustrengen und das irgendwie zu packen. Und die Tatsache, eben aus eigener Kraft das zu schaffen, ist häufig ihm im Weg gestanden, um Jesus konsequent nachzufolgen. Und gleich hat ihn Jesus in sein Team genommen. Ich habe dich erlöst. Fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Die Frage ist, was können wir aus diesen Vers lehren? Was können wir aus dieser Tatsache lehren, dass Gott die verschiedenen Personen in sein Team ausgewählt hat, dass er sie gerufen hat? Ich glaube, wir können daraus lernen, dass wenn wir zu fest mit uns beschäftigt sind, wenn unsere Augen zu fest auf uns selber schauen, wenn wir uns zu fest auf uns richten, dann ist die Gefahr sehr gross, dass wir auf die eine Seite hochmütig, stolz werden, dass das in unserem Herz wächst, oder aber auch die Unsicherheit, das Minderwertigkeitsgefühl. Gott sagt, du bist mehr. Richt deine Augen zu mir auf. Du bist in meinem Team. Ich lade dich ein, wenn du dazu willst gehören. Ich habe das beschrieben hier mit dem Uni-Hockey vor ein paar Wochen. Es war wieder so eine Situation, dass ich heimgekommen bin am Freitagabend. Und genau so ist, ein Spieler hat sich entschieden, aufzuhören bei uns. Und es ist so wie, es war einfach so schwierig zum Schnaufen. Es hat es mich richtig gedrückt. Und ich habe mich schlecht gefühlt. Und ich dachte, was haben wir falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Und es war ein interessanter Moment. Plötzlich habe ich gemerkt, dass Gott sagt, schau zu mir. Hab deine Augen auf von dir und schau zu mir. Und ich muss euch sagen, in dem Moment, das ist wie, es war so ein cooler Moment gewesen, weil ich gemerkt habe, ja stimmt. Ich schaue so fest auf mich und was ich und mir und meins und sowieso. Es ist gut, ja, stimmt. Ich schaue zu dir auf. Ich bin dein Kind. Du schaust für mich. Du schaust. Und das war in dem Moment so eine starke Erfahrung gewesen. Ich weiss nicht, ob ich das nächste Mal auch wieder arbeite. Aber in dem Moment war es so stark, um zu merken, okay, ja, stimmt. Ich bin so fest mit mir beschäftigt, dass ich ihn ganz vergesse. Er, der mich ruft, immer jeden Moment. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und vielleicht sind die Worte,
die Worte, die Gott in deine Situation momentan einreden will. Vielleicht hast du Angst. Vielleicht quälen dich die Sorgen wegen der politischen Situation, was alles rauskommt. Vielleicht weisst du beruflich nicht weiter mit deinen Kindern. Vielleicht fühlst du dich weniger wert als andere. Oder du schaust auf andere an, aber du würdest zwar nie sagen, dass du hochmütig bist, aber du bist schon recht gut. Vielleicht sind das die Worte, die du heute hören musst. Richte deine Augen zu mir auf. Warum? Weil er dich ruft und weil du ihm gehörst. Vielleicht hast du in den letzten paar Minuten so die Einladung von Gott das erste Mal wirklich wahrgenommen in deinem Herz. Und dann will ich dir Mut machen, dass du reagierst und sagst, Gott, ich will dich in mein Herz einladen. Das ist ein einfaches Gebet, um zu sagen, Jesus, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe in mein Leben. Was ich mir mega hoffe, für die, die die Entscheidung schon getroffen haben, dass wir wie gewundert sind. Woher führt der Jesus mich denn? In was für eine Richtung führt er mich? Ich glaube, er hat das eine oder das andere parat für uns. Dass wir nicht einfach sagen, ja, ich kenne den Jesus schon, das ist gut. Sondern, dass wir wie gewundert sind und in die nächsten Wochen so auch reingehen, mit den Chosen, mit anderen zusammen, zum entdecken, woher führt der Jesus mich? Woher ruft er mich? Hat er noch neue Kapitel für mich parat? Wo will er mir neu begegnen? Was für Charakterzüge will er mir zeigen? Ich fände es auch schön, wenn wir als Gemeinde auch neugierig in die Zeit hineingehen, uns inspirieren vom Film. Wie gesagt, der Film ist ein Teil. Am Schluss geht es darum, dass wir das von der Bibel her nehmen und in dem innen leben, dass wir da gewundrig auch weitergehen. Und übrigens, und da werde ich die Überleitung machen, jetzt auch zum Abendmahl, das Gerüftsein, das Auserwähltsein, das ist auch etwas, wo wir im Abendmahl miteinander feiern. Genauso wie Jesus gestorben ist am Kreuz und wo er sein Angebot einfach uns allen offeriert hat, genauso sind wir eingeladen, den Traubensaft zu nehmen und den Wein zu trinken als Angebot von Jesus. Und wir werden es so machen, dass wir die Kinder ins Dafür kommen. Wir werden einen Moment haben von der Ruhe, von der Stille, vom Gebet auch, wo wir Sachen können Jesus herlegen können, die uns vielleicht hindern, die uns bedrücken, beschäftigen. Es ist auch eine super Möglichkeit, zum Danken zu sagen. Ich glaube, Dankbarkeit ist einer der kraftvollsten Mittel, um uns das Bewusstsein zu vertiefen, dass es eben nicht ein Zufall ist, dass Jesus uns gerufen hat. Und vielleicht ist es ein Moment, wo du Jesus willst, Danke sagen und sagen, jawohl, danke, dass du mir gerufen hast, dass ich in deinem Team sein kann, dass du mich persönlich nimmst. Ich möchte dich einladen, dass wir einen Moment ruhig sind. Nachher werde ich die Vers lesen, wo wir uns daran erinnern können, auch, wie es genau gelaufen ist und dann miteinander zu Abendmahl nehmen.